Dann muss man sich um den Tisch versammeln. Man muss miteinander essen. Das gehört ganz sicher dazu, zur Gastlichkeit, dass man auch miteinander isst. Und man muss ein Gespräch führen, bei dem, stellen Sie sich das mal vor, in einem Seminar, ein Gespräch führen, bei dem ein kluger Gedanke, den irgendjemand äußert, die Freude aller auslöst und nicht den Neid. Das ist Gastfreundschaft. Wenn Gastfreundschaft heißt doch, dass wir, gemeinsam feiern, die Möglichkeit, dadurch, dass wir mehrere sind, mehr klüger zu sein, mehr zu denken, besser zu denken, nachdenklicher zu sein, als wenn ich es nur alleine in meiner Stube tue. Und die Gastfreundschaft ist eben der Konkurrenz entgegengesetzt. Ich kann nun einmal nicht glauben, dass der Konkurrenz etwas Gutes entspringt. Canetti hat einmal gesagt, es gibt vieles, was man nicht sein darf, aber das Einzige, was man wirklich um gar keinen Preis sein darf, ist siegen wollen. Siegen wollen. Siegen wollen. Und er fügt hinzu, aber wir können nicht anders, wir tun es immer wieder, müssen es auch immer wieder tun. Überleben alleine ist ja schon Siegen. Also wir sind in einer relativ verzweifelten Lage, aber der Mühe ist es allemal wert, die Orte des Lernens vom Siegen wollen freizuhalten. Denn sobald gesiegt werden soll, vergehe ich mich an dem Erkenntnisinteresse. Dann treten eben diese Motive ein, wie die gar nichts mit dem Gegenstand des Erkennens zu tun haben. Wie kann ich besser sein als der andere? Wie kann ich da etwas rausschlagen? Wie kann ich gewinnträchtig die ganze Sache anlegen? Und ich habe nicht mehr Freude an deinem Gedanken, sondern nur noch an meinen eigenen.